Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger und willkommen zur Österreich-Woche hier auf meinem Channel. Ja, letztes Jahr war ich ja auch um diese Zeit ziemlich genau in Österreich beim Flo. Da habe ich auch mit dem Waldo und mit dem Flo zusammen das ein oder andere Video gemacht. Links unten in der Videobeschreibung, ganz lustig gewesen. Ja, jetzt am Wochenende war ja auch das Area 53 in Loh eben, unter anderem mit dabei, ich muss gerade mal ablesen, Eisbrecher, Epica, Subway to Sally, Insomnium, Hämatom, JBO und noch einige andere Bands. Das Area 53 ist meines Wissens nach das größte reine Metal-Festival in Österreich, in Kärnten, in Loh eben, habe ich ja schon erzählt, dieses Jahr geöffnet für 8.700 Gäste nach dem 3G-Prinzip, getestet, geimpft, genesen. Eintritt war 99 Euro, also ein Huni musste man hinlegen, um dahin zu gehen. Und wie das Festival war, ich war ja nicht da, ich habe ja bloß Fotos und Videos gesehen von den Kollegen vom Flo und vom Humaldo und von einigen anderen, die ich da in Österreich kenne. Muss wohl ein Mordsgaudi gewesen sein, muss richtig Spaß gemacht haben. Die Videos vom Flo und vom Humaldo, ne, schaut sie euch mal an. Ich werde die beiden ja hier mal unten verlinken, damit ihr auch wisst, was da abgegangen ist. Ja, kommen wir jetzt aber zum größten Gitarrenmusikfestival in Österreich. Ja, Gitarrenmusik, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher, ist das Nova Rock. Das Nova Rock ist das Pendant hier zu Rock am Ring und Rock im Park. Also ziemlich groß, 4 Tage, 3 oder 4 Bühnen. Spielen die großen Bands also. Das gleiche, was hier bei Rock am Ring und so spielt. Ist dann aber leider auch halt Bands aus dem... ja, aus anderen Bereichen mit dabei, die jetzt nichts mehr mit Rock zu tun haben, obwohl es Nova Rock heißt, sollte dann eigentlich Nova Musik für alle heißen. Aber egal. Das Ganze liegt preislich bei 200 Euro fürs Festival-Ticket. Tagestickets sind so ungefähr bei 100 Euro, aber man muss noch das Campen extra zahlen. Das ist nicht mit im Preis drin. Schade eigentlich, bei anderen Festivals ist es mit drin. Nova Rock und Rock am Ring, Rock im Park tun sich da wohl zusammen und machen das extra. Egal, ich lese jetzt mal geplant für 2022 vor, denn dieses Jahr findet es nicht statt, jedenfalls nicht so, aber dazu gleich noch. Geplant für 2022 sind unter anderem, es sind noch viele mehr dabei, aber unter anderem Steel Panther, Black Veil Brides, Glory Hammer, Foo Fighters, Korn, Battle Beast, Volbeat, Ginger und natürlich die österreichischen Legenden Seiler und Speer, die ich ultra gut finde. Ist zwar kein Metal, aber sie sind mit einer Rock-Kombo unterwegs. Aber dann kommen dazu auch so Bands wie Muse, Heilung, ja, kann man... ja, ist halt kein Metal oder kein Rock, aber dann auch Deichkind und Alligator, was jetzt nun so gar kein Metal ist. Nicht, dass ich das schlecht finde, aber sowas auf dem Rockfestival, ich weiß nicht. Es spielen ja auch nicht irgendwie Sepultura beim Hip-Hop Open oder beim Splash oder so. Ne? Da sieht man ja auch keine Metaller. Egal. Aber was jetzt trotzdem stattfindet, ist das Nova Rock Encore im Stadion in der Wiener Neustadt. Da sind mit dabei, ich lese alle vor, Seiler und Speer, Power of Stella, eher so Techno-Zeugs, Bullet for My Valentine, Milencoin, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, keine Ahnung, Måneskin aus Italien sind dabei, die ESC-Gewinner, dann Clawfinger, Ruskaya und Flex. Das Ganze kriegt ihr für 80 Euro am 11. September. Am 11.9. findet das Ganze statt. Wiener Neustadt im Stadion, das Encore, auch 3G-Regel, getestet, geimpft, genesen. Wenn ihr hin wollt, ich habe keine Ahnung, ob es noch Tickets gibt, weiß ich nicht, aber wenn, schaut mal nach. Laut Internet sind die nicht ausverkauft. In der Wiener Neustadt das Nova Rock Encore. Ja, und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es Area 53 dieses Jahr war, schaut beim Humaldo nach, schaut beim Flo von Flo's Metalwork nach. Oder beim Area 53 auf der Seite, links auch natürlich unten in der Beschreibung, genau wie zum Nova Rock. Und jetzt kommen die Woche jeden Tag ein Video zum Thema Österreich. Seid gespannt,
Ich bin es auch. Nein, und ja, und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, ne, vergesst nicht zu abonnieren. Könnt mir auch ein Like da lassen, würde mich sehr freuen. Schaut euch hier noch gerne andere Videos an. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und haut rein.